Hallo, Rav Tütütek hier mit einem neuen Video. Und zwar geht es um Musik, aber auch um Filme bzw. Clips oder Konzertmitschnitte. Und dieses Video, das wollte ich schon seit längerer Zeit machen, aber hatte ich mir sonst keine Zeit für genommen. Aber ich denke, heute nehme ich mal die Zeit, dieses Video zu machen. Also das hatte ich schon seit längerer Zeit für, dieses Video zu machen. Ich zeige euch Videokassetten, DVDs und Blu-rays, Konzertmitschnitte und Sachen mit Videoclips. Ja, los geht's mit einer Videokassette Blondie Live. Ja, mit einem Konzert von Blondie. Dann habe ich von Deborah Harry und Blondie The Complete Picture mit Videoclips. The Very Best of Deborah Harry und Blondie heißt sie. Das ist Amelie. Da habe ich eine Videokassette von Kate Bush, The Whole Story, mit Videoclips. The Whole Story, das gibt es auch als CD. Das ist einmal die hier. Da habe ich ein Konzert von The Corrs aus der Band. Das ist einmal die Videokassette hier. Und zwar The Corrs Live at the Royal Albert Hall, St. Patrick's Day, March 17, 1998. Und dann habe ich noch eine von The Corrs. The Corrs Unplugged, das ist einmal die. Gibt es auch als CD. Also ich habe auch die CD von diesem Unplugged-Konzert. Dann habe ich vom Dream Theater Images and Words Live in Tokio mit Ausschnitten aus einem Konzert und noch Videoclips. Dann habe ich von Vanessa May Live at the Royal Albert Hall, The Red Hot Tour. Das ist die Tour, bei der ich Vanessa May live gesehen habe. Aber nicht in der Royal Albert Hall natürlich, sondern beim Konzert in Deutschland. Und dann habe ich ZZ Top Greatest Hits. Die gibt es auch als CD, aber auf dieser Videokassette. Da sind nur ein paar Musikvideos von ZZ Top drauf, weil die machen ja nicht zu jedem Song einen Videoclip. So, das waren einmal die Videokassetten mit Konzertmitschnitten und Videoclips. Weiter geht's mit DVDs. Ich habe einmal von Anastasia The Video Collection, das ist die. Dann habe ich einen Sampler Classic Rock Heroes, Rock Legends, das ist einmal die hier. Dann habe ich von Deep Purple Come Hell or High Water heißt dieser Konzertmitschnitt. Das ist die The Battle Rages On Tour, wo ich die Purple Live in Oldenburg gesehen habe. Dann habe ich noch was von Dream Theater. Metropolis 2000 Scenes from New York mit einem Konzert. Dann habe ich von der Band Garbage, Absolute Garbage. Das sind Videoclips von Garbage. Dann habe ich den Sampler Hit Explosion, das ist der hier einmal.
Dann habe ich von Michael Jackson Vision. Das ist die Disset hier mit drei Discs und allen Musikvideos von Michael Jackson in voller Länge. Hatte ich mal auf einer Filmbörse gefunden, die hier. Dann habe ich einen Sampler Love is All Around. 13 of the greatest love songs ever. Das ist einmal die DVD. Dann habe ich den Sampler MTV 20 Rock. Auch mit Videoclips. Da habe ich von der Band Nickelback The Ultimate Video Collection. Mit Musikvideos. Da habe ich ein Pink Floyd Konzert, Pink Floyd Puls oder Pulse, oder wie sich das nennt. Oder wie sich das nennt. Pink Floyd Konzert, Puls, Pulse. Ja, auf zwei Discs ist das. Dann habe ich Poor and Friends 2007 Live Schalke. Bei dem Konzert bin ich gewesen, aber ich habe mich auf der Konzert-DVD nicht gefunden. Aber falls ihr die kennt, könnt ihr ja mal auch schon noch merken. Dann habe ich von der Band Queensrÿche, die habe ich leider noch nie live gesehen bis jetzt. Operation Life Crime. Also das Album Operation Mind Crime als komplettes Konzert. Da habe ich von Eros Ramazzotti, Eros Roma Live, das ist einmal hier. Ja, ich bin ja nicht so der Fan von Eros Ramazzotti. Das war ein Geschenk für Petra. Also, die hätte ich mal Petra geschenkt. So, da habe ich noch einen Sampler. Rock Megastars. Auch mit Videoclips. Das ist einmal die hier. Dann habe ich von Carlos Santana Supernatural Live. Ja, Santana habe ich auch schon mal live gesehen, aber leider nicht auf der Supernatural Tour. Und das ist die DVD zur Tour von dem Album. Da habe ich von Seal Videos 1991 bis 2004 mit Videoclips, ne? Das ist einmal diese DVD. Dann habe ich von Seal Live in Paris. Das ist einmal dieses Package hier mit einer CD und einer DVD. Dann habe ich von Spock's Beard. Don't Trust Us at Home, Live in Holland. Und The Making of Five, genau. Einmal die hier. Mit einem Konzert von der Band Spock's Beard. Und nach der Entstehung des Albums Five. Dann habe ich eine Doppel-DVD. Von Within Temptation in so einer schönen Verpackung hier. The Silent Force Tour ist das. Ja, Within Temptation hatte ich mal in Bielefeld im Lokschuppen live gesehen.
Dann habe ich von ZZ Top Double Down Live auf DVD. Live at Rock Palast 1980 und On the Road 2008. Das ist einmal diese Disc-2-Disc-Set. Und dann habe ich noch auf DVD ZZ Top Live from Texas. Das ist einmal diese DVD. Und ja, das kam sogar schon mal auf Dreisat bei Pop Around the Clock, was Silvester mal kommt. Diese Ausschnitte von Konzerten, wo halt 40 Stunden auf Dreisat Konzertmitschnitte kommen. Ja, das war schon mit den DVDs. Blu-rays habe ich nicht so viele. Hier habe ich noch was von Dream Theater. Live at Luna Park. Auch mit einem kompletten Konzert. Dann habe ich von Herbert Grönemeyer Schiffsverkehr live in Leipzig 2011 Tour. Ja, auf der Schiffsverkehr Tour habe ich Herbert Grönemeyer live gesehen. Mit meinem Freund Hendrik zusammen und darum habe ich mir halt diese Blu-ray zugelegt. Dann habe ich was von Die Toten Hosen live, der Krach der Republik. Das Konzert zu der CD der Palast der Republik. Aber bei der Tour habe ich die Toten Hosen nicht gesehen. Die Toten Hosen habe ich etwas später mal auch mit Hendrik zusammen gesehen. Und dann habe ich noch, wie sollte es anders sein? Ja, ich habe ja vieles von ZZ Top. ZZ Top Live at Montreux von 2013 ist das genau. Auch mit einem kompletten Konzert von ZZ Top. Ja, von ZZ Top, da hole ich mir sowieso alles, was ich finde. Aber das könnt ihr euch schon denken, weil ich ja eh so ein riesiger ZZ Top-Fan bin. Ja gut, das war schon mit diesem Video. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.